So, wir haben immer noch eine kleine Kühlwasserproblematik beim 1.9er TDI Golf. Hier sitzt das Thermostat mit Thermostatgehäuse und das werden wir heute mal tauschen. Davor saß diese Kugel mit einer Schraube fest. Und ja, das tauschen wir jetzt mal, damit der wieder gut läuft. So ist nämlich Mist, wenn er nie 90 Grad hat. Ja, erstmal rankommen. Schrauben sind schon mal lose, ist schon mal gut. Das Neue angucken. Das sieht doch soweit korrekt aus. Sehr schön. So geil, dass man hier den rausschrauben dann nicht mehr an der Lichtmaschine vorbeikommt mit einer Ratsche. Wie zum Henker soll ich denn jetzt diese Schraube hier rausziehen? Wie lang ist die bitte? So.
Okay, das Ding ist auf jeden Fall komplett versifft. Yep. Ja, und schon kann das neue Teil auch rein. Bonnie. Den auch noch mal raus hier. Und ist das das Maximum? Ja, wir lassen das jetzt so, ne? Zack. Dann Dichtring, neuer Thermostat. Machen wir den noch mal sauber, ne? Den Übergang. Hat wohl Sinn, ne? Das ist eine geile Position hier. Kommst nicht hin mit den Fingern. Und Schraube kann auch noch reinfallen. Einfach top. So, Schraube wieder rein. Die unten ist echt beschissen ranzukommen. Thank you.
anderen Fehler, den wir ja noch hatten, war immer, dass er angezeigt hat, zu wenig Kühlwasser, obwohl ja genug drin war. Und da hatte ich mal diese Kontakte freigekratzt, die hier drin liegen. Das ist halt dieser Sensor. Und seitdem haben wir den Fehler nicht. Und man sieht jetzt auch, wo das, der Kühlwasserstand ordentlich niedrig ist, dass die tatsächlich korrodiert sind. Und wahrscheinlich leiten die keinen Strom mehr. Inzwischen wird ja ein Strom einfach geschickt. Und wenn der da ist, ist genug Wasser drin. Und wenn nicht, meldet er halt das. Und ja, das werde ich jetzt mal abkratzen, dass wir da mal länger Ruhe haben. War der Thermostattausch. Ist der Kühlersensor neu, Thermostat neu, Kontakte freigekratzt. Viel mehr kann da nicht mehr dran sein. Im Kühlsystem. So. Das war's. Das war der kleine Thermostattausch um 1.9 der TDI. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und schaltet wieder ein beim nächsten Video.